In diesem Video erkunden wir Kathmandu, die Hauptstadt von Nepal, aber nicht wie sonst auf eigene Faust, sondern mit Hilfe von ChatGPT, einer künstlichen Intelligenz, die uns vorschreibt, was wir hier tun und sehen. Und damit werfen wir auch die Frage auf, wozu brauchen wir eigentlich noch Reiseblogs? Namaste und herzlich willkommen zu unserem letzten Vlog aus Nepal, einem sehr speziellen Vlog, weil egal wo wir in letzter Zeit irgendwie hingucken, künstliche Intelligenz und Anwendungen wie ChatGPT tauchen ständig vor uns auf und wir haben uns bisher eigentlich kaum damit beschäftigt. Und das Ganze wollen wir einfach in diesem Video mal ausprobieren, indem wir nach Kathmandu reisen und uns ein bisschen von einer künstlichen Intelligenz helfen lassen, was wir denn so sehen, wo wir übernachten. Und für alle, die ChatGPT nicht kennen, lasse ich es einfach mal erklären durch ChatGPT selbst. ChatGPT ist ein künstlicher, intelligenter Assistent, der durch maschinelles Lernen trainiert wurde, um auf menschliche Eingaben zu antworten und Aufgaben zu erledigen. ChatGPT basiert auf der GPT-3.5-Architektur und kann eine Vielzahl von Aufgaben wie Textgenerierung, Übersetzung, Zusammenfassung und vieles mehr ausführen. Wir haben jetzt ChatGPT einfach so ein bisschen für Recherchezwecke benutzt, wie man zum Beispiel mit dem Bus nach Kathmandu kommt. Da waren die Informationen ehrlicherweise nicht so hilfreich, ist aber auch eine sehr spezielle Strecke hier. Aber für Kathmandu selbst war es dann eigentlich ganz gut. Wir haben zum Beispiel gefragt, wo man als Tourist am besten unterkommt. Da hat er gesagt, Tamil. Da haben wir gefragt, wie viel kostet eine Nacht etwa. Da meinte er zwischen 10 und 15 Dollar für ein einfaches Hostel. Da haben wir gefragt, kannst du für uns ein Airbnb buchen für 4 Nächte in Kathmandu? Da hat er gesagt, das kann er nicht, hat dann einfach auf Airbnb.com verwiesen. Da haben wir jetzt eine Unterkunft gebucht und ich dachte mir, für was kann man es denn noch so nutzen? Und ich dachte mir, ich brauche auch irgendwie einen Videotitel. Und bevor ich selbst überlege, frage ich einfach mal ChatGPT und habe mir einfach gesagt, erstelle mir einen reißerischen Videotitel auf Deutsch mit dem Inhalt, ich erkunde Kathmandu mit einer KI. Und ich habe gesagt, er soll 3 Videotitel erstellen und das hat er auch gemacht und ich lese die mal vor und ich muss sagen, die sind echt gut. Vor allem der erste. Kathmandu erkunden mit KI. Wird der menschliche Reiseführer bald überflüssig? Und ich muss sagen, das trifft es eigentlich 100%. So einen Titel hatte ich vorher mir auch schon überlegt und ich denke mal, so oder so ein ähnlicher Titel wird auch im Video aufkreuzen. Wir werden auch noch ein paar detailliertere Funktionen im Laufe des Videos austesten, aber bisher war es schon ganz interessant und wir sehen uns dann in Tamil und unserer Airbnb-Wohnung wieder. So, wir zeigen euch jetzt mal die versprochene Wohnung hier in Tamil. Ich glaube, das ist die größte Wohnung, die wir auf der gesamten Weltreise hatten. Und trotzdem mega günstig. Ich glaube, wir zahlen 13 Euro, weil wir noch irgendeinen Airbnb-Gutschein hatten. Normalerweise kostet die 18 Euro und ist wirklich riesig. Wir zeigen es euch mal. Also hier haben wir unser Schlafzimmer. Ist jetzt so ganz normal eingerichtet. Bett, Schrank, bisschen Platz, um was abzulegen. Aber was man dazu sagen muss, es ist leider relativ dunkel. Dann geht's weiter. Hier gegenüber haben wir das Bad. Und was auf jeden Fall das Highlight ist, ist diese Dusche, die nicht nur abgetrennt ist, sondern auch richtig groß. Und wir haben auch heißes Wasser, also Luxus für uns auf jeden Fall. Dann weiter den Flur entlang geht's hier in die Küche. Und die ist auch richtig groß, richtig gut ausgestattet. Also wir kochen jetzt nicht wirklich viel, aber man könnte hier wirklich eigentlich alles machen. Kühlschrank, Tisch zum Essen, auch sehr nice. Und dann zu guter Letzt noch das Wohnzimmer mit Couch, Tisch. Und hier kann man halt dann irgendwie abends chillen oder ein bisschen arbeiten oder so. Also wir fühlen uns auf jeden Fall sehr wohl. Das ist, glaube ich, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber jetzt wird es auf jeden Fall Zeit, mal ein bisschen Kathmandu zu entdecken. Aber um Kathmandu zu erkunden, fragen wir natürlich ChatGPT und überlegen nicht selber, also wer sind wir denn, wenn wir hier sowas haben. Man kann es übrigens auch auf dem Handy nutzen, einfach indem man es im Browser öffnet. Und ich frage ChatGPT, erstelle mir ein etwa 5-stündiges Touristenprogramm mit den 5 größten Highlights in Kathmandu. Erstens besucht es Durbar Square. Zweitens Swayambhunath Stupa, Budhanath Stupa, Pasupatinath Tempel und zu guter Letzt Tamil, wo wir hier auch sind. Das klingt doch schon mal ganz cool. Also auf zum Durbar Square. Wir haben ChatGPT auch mal gefragt, wie wir denn von hier, von Tamil aus zum Durbar Square kommen. Da meinte er, man kann ein Taxi nehmen oder man kann auch laufen, das dauert so 30, 40 Minuten. Aber er hat keine genauen Standortdaten, also zum Navigieren eignet sich ChatGPT nur sehr bedingt. Aber was ich lustig fand, als ich gefragt habe, ob man auch laufen kann, meinte er, ja, kann man schon, aber man soll ein bisschen vorsichtig sein, weil der Verkehr wohl ein bisschen unberechenbar hier sein kann in Kathmandu. Wir sind angekommen. Das Ganze kostet allerdings Eintritt für ausländische Touristen 1000 Rupien, also gar nicht mal so günstig. Und damit wir wissen, wo wir jetzt hier eigentlich sind, habe ich ChatGPT mal gefragt, dass er mir kurz erklären soll, was das hier ist. Er sagt, der Durbar Square ist ein historisches und kulturelles Zentrum von Kathmandu, der Hauptstadt. Fertig. Er arbeitet noch. Keine Internetverbindung, oder? Ich weiß nicht. Kommt nichts mehr.
Cliffhanger. Okay, wir haben den Chat nochmal neu gestartet, jetzt klappt es. Also, der Platz war einst das Zentrum der königlichen Macht und beherbergt mehrere Paläste und Tempel aus dem 17. Jahrhundert, die von der Mala-Dynastie errichtet wurden. Der Platz ist UNESCO-Weltkulturerbe und ein wichtiger Touristenort, der von Besuchern aus aller Welt besucht wird. Und dann werden hier noch ein paar der wichtigsten Paläste und Tempel aufgezählt. Okay, wissen wir grob Bescheid und dann würde ich sagen, schauen wir es uns mal an. Ihr seht es und ihr hört es wahrscheinlich auch, hier sind ganz, ganz viele Baustellen. Was daran liegt, dass hier beim großen Erdbeben 2015 extrem viele Gebäude kaputt gegangen sind. Das hat Nepal ja richtig hart getroffen, gerade hier das Kathmandu Valley. Es hat die Stärke 7,8, 7,9, war ziemlich heftig und hat bis heute noch Auswirkungen im ganzen Land. Deswegen sind hier halt sehr, sehr viele Baustellen und es wird halt gerade wieder aufgebaut. Also es ist wahrscheinlich ein Must-Visit, wenn man hier in Kathmandu ist, aber wir müssen sagen, 1000 Rupien, also so 7 Euro, das ist für nepalesische Verhältnisse schon extrem teuer, vor allem weil das Gelände jetzt auch nicht so groß ist, viele Baustelle und so weiter, das gehört halt dazu. Müsst ihr euch selber überlegen, ob das wert ist. Aber gut, Zeit für den nächsten Stop. Jetzt geht es zum Affentempel und da haben wir einfach mal ChatGPT gefragt, weil das ein bisschen weiter weg ist. Was kostet denn ein Taxi? Die Kosten für ein Taxi können je nach Verkehrslage, Tageszeit und Verhandlungsgeschick des Fahrgastes variieren. Grob geschätzt, die Strecke sind 5 Kilometer und es kostet zwischen 300 und 500 Rupien. Also ich glaube, unser Verhandlungsgeschick ist so mittelmäßig. Wir zahlen jetzt 500 Rupien, aber es gibt auch zwei Drop-Off-Points. Einmal unten und einmal oben, weil der Tempel liegt auf einem Berg. Aber das war schon mal gar nicht so verkehrt als Orientierung. Und falls euch das Video bis hierhin gefallen hat, dann freuen wir uns über ein Like. Das hilft unserem Kanal weiter. Und falls ihr mehr Videos von uns sehen wollt rund ums Thema Weltreise mit unseren Eindrücken ohne ChatGPT, dann abonniert gerne diesen Kanal und jetzt sehen wir uns gleich am Affentempel wieder. Ich glaube, ihr seht es hinter mir, hier ist es extrem voll. Das liegt heute daran, dass Feiertag ist. Heute ist Geburtstag von Buddha, dementsprechend ist der Feiertag. Super viele Leute sind unterwegs, natürlich in erster Linie bei den Tempeln. Oh ja, wir stürzen uns mal rein hier ins Getümmel. Also der Tempel gefällt uns richtig gut, so typisch, wie man sich es in Nepal vorstellt, mit dieser goldenen Spitze und dieser weißen Stupa, richtig, richtig schön. Und das Ganze hier ist auch so eine kleine Ministadt, also hier gibt es ganz viele Souvenirläden und Cafés und so weiter. Und wir schauen uns noch mal ein bisschen um und von hier aus soll man auch eine ganz schöne Aussicht auf die Stadt haben. Hinter mir seht ihr das Kathmandu Valley. In dem leben insgesamt 3 Millionen Menschen, 1,5 Millionen davon in Kathmandu selbst. Aber die Region besteht aus mehreren Städten und Kathmandu ist halt davon die größte und die Hauptstadt ist wirklich riesig hier. Aber wenn man mal einen Blick so über den Tellerrand oder den Tempelrand hinaus wirft, sieht man, dass hier extrem viel Müll liegt und gerade natürlich in Kombination mit den Affen ist das hier schon ein richtiges Chaos, muss ich sagen. Aber es ist halt auch einfach übertrieben viel los, weil halt heute einfach so ein großer, wichtiger Feiertag ist. Und eigentlich sollen wir jetzt auch schon zum nächsten Tempel weiter, laut ChatGPT. Aber um ein bisschen Abwechslung reinzubringen, fahren wir zurück nach Tamil und gehen da was Mittagessen. Wir sind jetzt in Tamil und müssen erstmal was essen. Wir folgen weiteren Tipps von ChatGPT. Und zwar hat er gesagt, wir sollen mal die lokalen Spezialitäten wie Momos oder Dal Bhat probieren, was wir jetzt gerade machen. Wir sind ja schon seit 6 Wochen in Nepal und haben das schon sehr oft gegessen. Das ist wirklich so das typischste Essen. Und schauen wir mal, wie es hier schmeckt. Also die Momos sind wie immer lecker. Das sind so mit Gemüse gefüllte Dumplings. Könnt ihr es jeden Tag essen. Ich habe hier das Veg Thali Set. Das ist Dal Bhat, also Linsensuppe, Reis, noch ein extra Curry, bisschen Gemüse. Und das Geilste bei dem Essen ist, wenn man aufgegessen hat, kriegt man immer noch eine extra Portion davon. Mache ich auf jeden Fall immer Gebrauch, weil ich immer viel Hunger habe. Aber gut, wir lassen es uns jetzt schmecken und dann erkunden wir ein bisschen Tamil. Also wir haben mal versucht, uns eine ruhige Ecke hier in Tamil zu suchen, was gar nicht mal so leicht ist, weil diese ganze Area ist hier halt super wuselig. Es gibt ganz viele Agencies, Massagestudios, Restaurants, Trekkingläden, was auch immer, Souvenirshops, halt, was man so in den typischen Touristenstraßen halt findet. Und es ist halt ja, viel Verkehr, ziemlich laut, man wird oft von Verkäufern irgendwie angesprochen und so weiter. Also so eine typische Touri-Area. Aber man findet halt alles, was man braucht, das muss man auch dazu sagen.
Und jetzt ist es schon relativ spät geworden. Also wir werden jetzt unser Programm aufsplitten. Wir haben nämlich morgen auch noch den ganzen Tag Zeit. Wir haben ein bisschen länger gebraucht, als ChatGPT vorgeschlagen hatte. Wobei uns aufgefallen ist, dass das Programm auch 6 Stunden war und nicht 5 Stunden. Also das hat noch nicht ganz so funktioniert. Das heißt, wir werden jetzt hier abrappen, sehen uns dann morgen wieder beim hinduistischen Tempel. Because in Hinduism, we have to cremate the body within 24 hours, oh, okay. Soon as possible. Yeah? Okay. But can you guess why soon as possible? I don't know. You know, because in Hinduism, we try to go through the natural process because the death and the life have no time. You know? Mm-hmm. We can born at any time and we can die at any time. So that's why to go through the natural process, to give it back to the nature, we do it as soon as possible. Okay. Yeah? Okay. So it's the reason when someone dies, immediately the body they take for the purification on the other side. And after purification from the family, 4 people, they carry the body on a bamboo ladder. Mm-hmm. So they bring on this side for the cremation. Yeah? Wow. But here, before they light the fire, they always make like a 3 rounds with the body, you know, around the wood. Okay. Because they take the name of 3 gods, which is called Brahma, Vishnu and Shiva. Mm-hmm. Because Brahma is the god of creation, and Vishnu is the god of protection, and Shiva is the god of destruction. You know? Okay. So that's why they make like 3 rounds for the name of 3 gods. And after 3 rounds, they will just put the body in the middle of the wood over there. Namaste und herzlich willkommen zu Tag 2 hier in Kathmandu und wir sind mittlerweile schon beim Pasupatinath-Tempel. Der kostet auch 1000 Rupien Eintritt, also auch so um die 7 Euro pro Person, ist aber auch der größte und bekannteste Hindu-Tempel hier in Nepal. Ja, das Besondere hieran ist, dass man Bestattungsritualen beiwohnen kann. Also hier werden Leichen unten am Fluss zuerst gereinigt und dann ins Krematorium gebracht. Das heißt, auf so Holzscheiten hier aufgebahrt, auch am Fluss und dann dort verbrannt. Das Ganze kann man halt hier beobachten und ist auf jeden Fall interessant zu sehen und generell ist halt irgendwie interessant mal zu sehen, wie in anderen Ländern mit dem Tod so umgegangen wird. Aber was man auch sagen muss, zum Beispiel bei dieser ganzen Bestattungszeremonie sind keine Frauen zugelassen, also das finden wir natürlich nicht so gut. Hier sieht man dann halt nur Männer und generell so eine richtig spirituelle Atmosphäre kommt hier in diesem Tempel nicht auf. Also überall sind ganz viele Verkäufer und Leute, mit denen man Fotos machen kann, die so geschminkt sind und so weiter. Und ständig, Guides, ja genau. Die einen halt nur Tour anbieten wollen. Genau, und sprechen einen die ganze Zeit an. Also wir kennen das so aus Thailand und Laos, so diese buddhistischen Tempel, die so ultra spirituell sind, super ruhig. Und das ist hier halt gar nicht der Fall. Das gefällt uns nicht ganz so gut, aber es ist halt auch einfach eine andere Kultur. Und übrigens den Haupttempel, ich glaube, man kann im Hintergrund so ein bisschen sehen, den goldenen hier, den darf man als Nicht-Hindu nicht betreten. Aber gut, so viel erstmal zum Hindu-Tempel. Jetzt geht's weiter zu einem buddhistischen Tempel. Herzlich willkommen zu einem der größten buddhistischen Heiligtümer weltweit, der Bodhanath-Stupa. Rein architektonisch relativ ähnlich zum Affentempel gestern. Und wichtig bei solchen Tempeln, immer wenn man reinkommt, immer links rumlaufen im Uhrzeigersinn. Wir sind auf dem Rückweg nach Tamil und haben damit die 5 Highlights abgehakt, die ChatGPT für uns hier in Kathmandu rausgesucht hat. Und ich muss sagen, ich hatte vorher ein bisschen recherchiert, so Top 5, Top 10, Top 15 To-Dos in Kathmandu. Da waren die, die jetzt ChatGPT vorgeschlagen hat, schon auch die am häufigsten genanntesten. Also das hat ChatGPT gar nicht mal so schlecht gemacht. Wo es aber noch ein bisschen hakt und wie wir es insgesamt so fanden mit ChatGPT hier in Kathmandu, dazu kommen wir gleich in einem Fazit in unserer Wohnung. So, ChatGPT, erstelle uns ein Fazit über unseren Besuch in Kathmandu. Schreibe 3 Sätze in einem positiven Stil. Erwähne dabei den Affentempel und die Bodhnath-Stupa sowie das gute und günstige Essen. Einziger Kritikpunkt soll der laute und hektische Verkehr sein. Unser Besuch in Kathmandu war eine wundervolle Reise, die uns viele atemberaubende Eindrücke hinterlassen hat. Der Affentempel und die Bodhanath-Stupa waren definitiv die Höhepunkte unseres Aufenthalts und haben uns eine tiefe Verbindung zur nepalesischen Kultur gegeben. Das Essen in Kathmandu war einfach köstlich und sehr preisgünstig. Wir haben zahlreiche lokale Gerichte probiert und waren begeistert von der Vielfalt an Geschmacksrichtungen und Gewürzen. Obwohl der Verkehr in Kathmandu ziemlich laut und chaotisch war, hat er uns nicht davon abgehalten, die Stadt zu erkunden. Wir haben uns einfach angepasst und die einzigartige Atmosphäre der Stadt genossen. Insgesamt war unser Besuch in Kathmandu ein unvergessliches Erlebnis, das uns noch lange in Erinnerung bleiben wird.
Das klingt ein bisschen formal. So, ChatGPT, schreibe das etwas lockerer. Unser Trip nach Kathmandu war einfach der Hammer. Der Affentempel und die Bodenath-Stupa waren der absolute Knaller und haben uns voll in die nepalesische Kultur reingezogen. Das Essen war einfach mega lecker und günstig. Wir haben uns voll die Bäuche vollgeschlagen mit lokalen Köstlichkeiten und waren total begeistert von den vielen unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Der Verkehr in der Stadt war zwar ein bisschen crazy und laut, aber das hat uns nicht davon abgehalten, die Stadt zu rocken und abzufeiern. Wir haben uns einfach angepasst und alles in vollen Zügen genossen. Ehrlich, unser Trip nach Kathmandu war einfach der Hammer. Also das ist jetzt das Fazit, wie ChatGPT es formulieren würde. Ich glaube, inhaltlich gehen wir mit, aber wir würden es wahrscheinlich ein bisschen anders ausdrücken. Aber ja, wir haben uns auf jeden Fall noch mal ein paar Punkte aufgeschrieben, die wir teilen wollen, jetzt nach unserer ersten Erfahrung mit diesem Programm, weil die waren nicht nur positiv. Also was uns zum Beispiel komplett fehlt, sind halt Erfahrungswerte und Einschätzungen und auch Fotos. Also soweit wir wissen, kann dieses Programm ja nur textbasierte Sachen, deswegen hat man irgendwie keine visuelle Vorstellung von den einzelnen Sachen. Dann ist es auch ein bisschen umständlich zu nutzen, jedes Mal halt einzutippen, was man wissen möchte und auf die Antwort zu warten. Und die ganzen Daten, auf die es zurückgreift, sind von 2021, was natürlich insbesondere beim Reisen jetzt nach Corona irgendwie ein bisschen schwierig ist. Ja, und Kathmandu war jetzt ja auch ein relativ leichtes Beispiel, also nennen uns die 5 Highlights, auch wenn die wirklich gut ausgewählt waren, muss ich sagen. Wenn es jetzt aber darum geht, ein bisschen was Schwierigeres herauszufinden, ne? Wie komme ich beispielsweise nach Bandipur, was sind die Safaris im Chitwan-Nationalpark und so weiter, da ist das Programm einfach überfragt und da finden wir so einen Blogbeitrag einfach viel besser, weil der ist halt konsolidiert. Du findest alle Highlights, du findest Infos zur Anreise, zu Kosten, noch ein paar Insider-Tipps und so weiter. Also da müssen wir sagen, ist ChatGPT auf gar keinen Fall so weit, das irgendwie zu ersetzen. Also da ist es wirklich noch sehr, sehr weit davon entfernt, außer man kann es viel besser nutzen, als wir es jetzt gemacht haben. Es gibt aber auch Programme, die sind aktuell in der Entwicklung. Ich habe was von DestiBot gehört, ich kenne es nicht, habe ich nur gehört, dass das mehr in den Bereich künstliche Intelligenz und Reiseplanung gehen soll. Und man sieht natürlich, dass das Programm extrem viel Potenzial hat. Zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, man will so Texte schreiben lassen, wir könnten das ja auch machen. Unsere YouTube-Beschreibung beispielsweise könnten wir durch ChatGPT erstellen lassen. Oder das mit den Thumbnails, was wir ganz am Anfang gezeigt haben, das war natürlich auch nicht schlecht gewesen. Aber wieso sollten wir es tun? Also anstatt dass ich irgendwas eintippe, was er mir sagen soll und danach zu lesen und zu korrigieren, in der Zeit habe ich es einfach komplett selber geschrieben. So, deswegen sehe ich da den Mehrwert jetzt ehrlicherweise noch nicht so sehr. Aber es ist natürlich schon ein Risiko, weil man sieht, es kann einfach komplette Texte schreiben. Wir haben jetzt hier gerade das Fazit gemacht. Man könnte jetzt auch beispielsweise einfach Texte von unserem Blog nehmen und kopieren, jemand anders, und dann ChatGPT sagen, ja bitte schreib den um, lass den aber inhaltlich weiter genau so und dann wird er irgendwo anders veröffentlicht. Wie soll man das nachvollziehen und was ist mit Copyright und was weiß ich nicht? Weil unsere Qualifikation ist ja die Sache, dass wir das alles gesehen, gemacht haben, wenn jetzt niemand das einfach nimmt und irgendwie umschreibt und bei sich veröffentlicht. Also es wird so ein bisschen an Transparenz alles verloren gegangen. So viel also von uns jetzt sowohl zu ChatGPT als auch zu Kathmandu. Und falls ihr noch Tipps für uns habt, wie wir dieses Programm vielleicht besser nutzen könnten, weil ich glaube, man hat es gemerkt, wir sind absolute Amateure, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare. Und ansonsten, falls ihr nochmal was nachlesen wollt über Kathmandu, haben wir natürlich auch einen Blogpost geschrieben. Den findet ihr auf www.betterbeyond.de, ist auch selbst verfasst ohne ChatGPT. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video wieder, dann gibt es einen Nepal-Länder-Guide. Bis dahin. Ciao, ciao. ChatGPT gesprochen. Nein. Was denn? ChatGPT. Jetzt hast du auch ChatGPT ja, gesagt. Ich finde, ich kann den Namen nicht. ChatGPT gesprochen und geschrieben. Ist doch egal. Ist das gut von der Belichtung her? Keine Ahnung. Ja. Die Stupa hat auch nicht nur einen hohen spirituellen Wert. Erstmal, so, wir sind jetzt im Weg Taxi zurück. Ich habe doch gerade gefragt, was ich sagen wollte. Der kostet 400 Rupien Eintritt und 1000. Ist der...